So, wir sind auf der Schlussgeraden und zum Grande Finale darf ich jetzt noch jemanden auf die Bühne bitten, der uns einweiht in die, ja, in das, die Hintergründe des Swiss Entrepreneur Award. Wer vor 2 Jahren hier in Bruckwindisch dabei war, der hat die Premiere erlebt, als der zum ersten Mal verliehen wurde und jetzt geht es bereits in die 3. Auszeichnung. Initiiert vom Schweizer Wirtschaftsmagazin Prestige Business darf ich jetzt sehr gerne das Jurymitglied und er ist auch Stiftungsrat bei BPN vorstellen. Er stellt uns diesen Preis und die Jury vor. Ihr Applaus für Markus Kramer. Oh, sehr gern. Du hast ja dein Mikrofon dort. Ja, ich nehme hier gemütlich Platz. Hier ans Rednerpult. Guten Abend, sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer und selbstverständlich auch alle anderen. Der Swiss Entrepreneur Award feiert die Macherinnen und die Macher unter uns, die die anpacken, die Neues schaffen und die unsere Zukunft mitgestalten. Wir suchen den, die beste Unternehmerin, der beste Unternehmer, die mit Ideenreichtum, Durchhaltevermögen und Herzblut anpacken und eben auch überzeugen. Dafür haben wir ein umfangreiches Selektionsverfahren entwickelt, welches die Unternehmen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich da auch bewerben, eben ganz genau röntgt, damit wir sehen, was die machen und detailliert unter die Lupe nimmt. Das geht dann von der Vision über die Innovationskraft bis hin zur Nachhaltigkeit und wir fragen auch, was hat nicht funktioniert, was war das Schwierigste und wie haben Sie das gemeistert? Da ist ganz viel drin und wir machen das selbstverständlich nicht ganz alleine, wir machen das gemeinsam. Unsere Jury, das ist ein sehr starkes Team, da drin hat es ein paar ganz erfahrene Köpfe, darunter zum Beispiel Andreas Breschan, der CEO von Hörmann Schweiz, Dani Schöni, Inhaber bei der Schöni Transporte Holding, dann Hassan Dursan, kommt nachher auch noch, Verlagsleiter bei den Schweizer Fachmedien, Davide Castrini, Managing Director bei der CIC Bank, ist mit dabei. Dann ist Florian Teta, Mitglied der Direktion bei Coop Mutuel, mit dabei. Branka Petrovic, Country Manager in Central Europe bei Contextual. Und auch Armin Baumann, den Sie alle bestens kennen, ist da auch mit dabei, CEO und VRB KMU Swiss. Ja, Sie alle, die Jury, bringen da Expertise und Erfahrung mit ein und auch ein bisschen Leidenschaft fürs Unternehmertum und selbstverständlich auch viel Zeit, um eben die Besten, den Besten, die Beste da auszuwählen. Also an der Jury da auch ein herzliches Dankeschön, dass ihr da mit dabei seid. Heute feiern wir alle jene, die eben vorangehen, die Mut haben, die eben nicht aufgeben. Und das seid ihr natürlich alle, die Unternehmer und Unternehmerinnen hier in diesem Raum. Aber jetzt, heute und hier, feiern wir einen ganz speziell, nämlich den Gewinner des diesjährigen KMU Swiss Entrepreneur Awards. Dotiert wird dieser Preis mit Ruhm und Ehre, selbstverständlich, und hoffentlich viel Social Media und interner Freude und Präsenz, aber auch mit einem Scheck von 100'000 Franken, der eben von den Schweizer Fachmedien, notabene Prestige und Prestige Business, gesponsert wird. Präsentiert wird der Gewinner nicht von mir, sondern von Thomas Gichting aus der Geschäftsleitung bei Group Mutuel. Thomas, darf ich dich für die Laudatio auf die Bühne bitten? Und lassen Sie sich inspirieren von dieser Erfolgsstory, die jetzt gleich kommt. Thomas. Ja, guten Abend miteinander. Ich freue mich sehr, heute Abend hier im Wien-Kanton zu sein, Herr Regierungsrat. Meine Damen und Herren, bevor ich zu meinem Laudatio-Teil schreite, möchten wir zusammen einen Film anschauen zum Gewinner. Bitte Film ab. Die Hergiswiler Glas AG ist die letzte Glashütte in der Schweiz, die Glas noch von Hand und Mund herstellt. Seit 1817 am Vierwaldstätter See ansässig, wurde sie 1975 vor der Schließung bewahrt. Die Gemeinde Hergiswil und mein Großvater Roberto Niederer retteten die Glasi und belebte die handwerkliche Tradition mit heute gültigem Design neu.
Kurz vor seinem Tod übernahm mein Vater Robert Niederer 1988 die Leitung und führte sie erfolgreich weiter. Die Glashütte wurde modernisiert und bietet im Glasi-Museum eine eindrucksvolle Darstellung ihrer Geschichte. Im Juli 2022 verstarb Robert Niederer und seit Oktober 2020 leite ich die Hergiswiler Glas AG in dritter Generation. Unser Traditionsunternehmen besteht seit 207 Jahren. Anlässlich unseres 200-jährigen Jubiläums errichteten wir einen Glasturm, der heute am See steht. Wir sind stolz auf unser einzigartiges handgemachtes Glas und hoffen, weiterhin viele Besucher zu begeistern. Ich darf heute als Vertreter der Glase Hergiswil, wie sie heißt, den CFO begrüßen, Herrn Kerli Fabian. Ich bitte ihn hier auf die Bühne zu mir. Er vertritt Herrn Leandro Niederer, den Chef der Firma. Dieser befindet sich mit seiner Frau, wie es sich gehört, im Gebärsaal. Also, komme ich zur Laudatio. Zuerst möchte ich mich bedanken bei dem Herrn Mr. KMU Swiss, das ist unser Armin Baumann, den wir alle kennen. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich seitens Group Mutuel, geschätzte Damen und Herren, die Sie heute hier teilnehmen. Der deutsche Dichter Christian Morgenstern hat einmal gesagt, wer vom Ziel nichts weiß, der wird den Weg nicht finden. Das gilt insbesondere auch für Unternehmen. Eine klare Vision, Durchhaltewillen sind der Schlüssel zum Erfolg. Heute, meine Damen und Herren, ehren wir ein Schweizer Traditionsunternehmen, das in seiner Geschichte eine eigene Vision und den Glauben an den Erfolg immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. In ihrer über 200-jährigen Geschichte hat sich die Glasi Hergiswil mehrmals gewandelt und an neue Gegebenheiten angepasst und ist trotz allen Widrigkeiten ihren Weg unbeirrt weitergegangen. Es ist mir daher eine große Ehre, der Glasi Hergiswil den Swiss Entrepreneur Award zu überreichen. Die Glasi Hergiswil ist nicht nur ein Name, der in der Schweiz wohl jedem Kind bekannt ist, es ist ein Synonym für Handwerkskunst, Tradition und Innovation. Viele von uns haben die wunderschönen Glasteller, die Glasvasen, die Glasflaschen, die Figuren und so weiter zu Hause und haben sie bei Freunden oder auch der Familie bewundert. Meine Frau hat einen eigenen Schrank für all diese Dinge. Doch die Glasi ist viel mehr als nur ein Name. Sie ist eine Institution. Glas besteht hauptsächlich aus Sand, Soda und Kalk. Jede Glashütte hat ihr eigenes Rezept, in welcher Menge sie diese Zutaten beimischen. Doch die Glasi Hergiswil hat ja nicht nur für Glas ihr eigenes Rezept, sondern auch für ihren unternehmerischen Erfolg. Sie, lieber Herr Kerli und Ihr Team, mischen in Ihrem traditionellen Handwerk eine gesunde Portion Regionalität, einen großen Löffel an sozialen Gedanken und eine gehörige Prise Anpassungsfähigkeit bei und wurden so zum modernen Familienbetrieb. Die Glasi ist fest in ihrer Region verwurzelt, direkt am Ufer des Vierwaldstättersees, mit einem einzigartigen Blick auf die umliegenden Berge. Als die Glashütte 1975 vor der Schließung stand, waren es die Mitarbeitenden und die Gemeinde Hergiswil, welche die Glasi gerettet haben. Heute ist die Glasi nicht nur eine Produktionsstätte, sondern auch ein Erlebnispark, ein Museum, ein Veranstaltungsort, zugleich. Die Glasi ist zudem mit einem ein loyaler Arbeitgeber, der viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die ihr Handwerk mit viel Leidenschaft und mit großem Können ausüben. Die Glasi Hergiswil ist außerdem sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzt sich für das Wohl ihrer Mitarbeitenden, ihrer Kunden und ihrer Umwelt ein. Mit fairen Arbeitsbedingungen, einer familiären Atmosphäre und einem schonenden Umgang mit Ressourcen. Die Glasi unterstützt zudem verschiedene soziale und kulturelle Projekte in der Region und darüber hinaus.
Die Glase Hergiswil hat sich, wie gesagt, stetig weiterentwickelt und sich neuen Herausforderungen gestellt. So wurde aus den Flaschen und den Medizinbehältern Teller und Weihnachtskugeln und heute sogar Bauteile verschiedenster Art. Allesamt einzigartig und sich von der Konkurrenz abhebend. Sei es vom industriell gefertigten Glas oder auch dem blau-gelben Riesen aus Schweden. Lieber Herr Kehrli, liebe Glase Hergiswil, ich gratuliere Ihnen und Ihrem Team von Herzen zu diesem wohlverdienten Preis, der Ihre unternehmerische Tätigkeit, Ihre kreative Kraft und Ihre gesellschaftliche Rolle anerkennt und würdigt. Sie sind ein Vorbild für alle kleinen und mittleren Unternehmen, die sich in einer sich wandelnden Zeit behaupten wollen und müssen. Sie sind ein ganz großer Stolz für die Schweiz, ein Land, das auf seine Traditionen, seine Qualität und seine Innovationskraft baut. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Freude und viel Glück. Herzlichen Dank und alles Gute. Gratuliere Ihnen. Ja, vielen Dank für die schöne Ansprache hier. Dürfen hier sein. Natürlich im Namen von der Glasi ein recht herzlichen Dank. Im Namen von der Glasi und von der Familie Niederer, dass wir unsere traditionsreichen Unternehmen schon so lange dürfen betreiben. Es geht natürlich nicht auch ohne tolle Kunden, die unsere wunderbaren Produkte kaufen. Ja, es ist wunderbar, dürfen so einen Preis entgegenzunehmen. Und vielen lieben Dank für die Organisationen und das tolle Event hier. Merci vielmals. Ganz herzliche Gratulation. Irgendwo ist noch eine Trophäe versteckt, weil nicht nur einen stattlichen Betrag, sondern natürlich auch einen gläsernen Pokal. Niemand weiß, wo der geblasen wurde. Nein, stimmt natürlich nicht. Ist nicht aus Glas, ist aus Plexiglas. So, ein bisschen, darf ich euch bitten, hier noch ein bisschen in die Mitte zu kommen? Alle zusammen? Ja, genau. Wir haben... So. Okay. Das ist wie bei Wer wird Millionär? Nur viel schöner. Und es fehlt eine Null. Aber sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Noch einmal Applaus an Glasi. Hergiswil mit Fabian. Danke vielmals. Danke sehr. So, jetzt muss ich da schauen, dass ich da nicht ausrutsche. Aber ja, also gratuliere, ganz, ganz herzliche Gratulation. Und Armin, müssen wir da schauen, wo wir den Glaspokal das nächste Mal lassen machen. Also herzliche Gratulation, vielen Dank. 2025 haben wir mit dem Swiss Entrepreneur Großes vor. Wir gehen noch einen Schritt weiter und zwar verfeinern wir zum einen den Selektionsprozess, der wird noch präziser, um eben die Besten, den Besten unter den Besten hier auszuwählen und wir machen das auch noch breiter zugänglich, damit wir möglichst noch mehr Bewerbungen eben dann bekommen. Ja, und in diesen Bewerbungen, das ist immer ganz toll, da sehen wir ganz viele spannende Sachen. Das war auch dieses Mal nicht so einfach, am Schluss dann noch auszuwählen. Wir werden das nächstes Jahr noch mehr verdichten und bei den Unternehmen dann auch noch, bei den letzten noch selber vorbeigehen, bei den letzten fünf. Und wir hoffen natürlich alle, dass da die letzten fünf schon hier im Saal sitzen, die wir dann nächstes Jahr besuchen. Die Verleihung, die findet dann am 20. März statt, und zwar am KMU Swiss Symposium in Baden. Also bitte merken Sie sich diesen Termin schon heute. Und zum Abschluss noch möchte ich einfach sagen, bleiben Sie mutig, bleiben Sie innovativ. Das ist schön, das in diesen Bewerbungen zu sehen, dass man das da spürt. Bleiben Sie leidenschaftlich in dem, was Sie tun. Sie alle tragen mit dazu bei, dass unsere Wirtschaft eben
stark ist und die Zukunft auch aktiv gestaltet werden kann. Ganz herzlichen Dank und ich übergebe wieder der Moderation. Vielen herzlichen Dank, Markus Kramer. Danke sehr für diesen schönen Preis.